extraña venirla. Mega schön die Aussicht hier auf der Rialto-Brücke. Und da ist sie, die Piazza San Marco. Buonasera aus Venedig. Wir sind gerade eben im Hotel angekommen. So sehe ich auch aus. Wir waren heute den ganzen Tag in Verona, beziehungsweise heute Morgen ganz lang noch in Milano und sind ganz viel rumgelaufen. Die Videos dazu unten in der Infobox. Ich starte heute ein neues Follow Me Around. Und zwar, wie gesagt, aus Venedig. Ich habe mich noch nicht mal so weit ausgezogen, also Jacke raus und so, weil ich euch jetzt erstmal begrüßen wollte, ganz herzlich. Wir gehen morgen zu einem ganz, ganz bestimmten Ort und zwar nach Murano. Also das wünsche ich mir zumindest, dass wir mal Murano sehen. Und natürlich laufen wir auch noch ein bisschen durch Venedig. Bin mal gespannt. Wir waren ja letztes Jahr schon hier und es gefällt mir halt so, so gut, sodass wir dieses Jahr Ostern nochmal hergekommen sind und ich euch auf diese Reise mitnehmen werde. Wir haben gerade eingecheckt. Da ist der Lassie. Wir haben zwei Zimmer gebucht. Das andere, das ist hier nebendran. Und es ist richtig, richtig schön. Nix gesponsert. Nur zur Info. So sieht es jetzt hier aus. Drüben haben wir sogar noch eine Badewanne. Und wir schauen mal, was jetzt heute Abend noch passiert. Wir haben es nämlich schon 20 Uhr. Aber wie gesagt, wir waren ja heute den ganzen Tag in Verona und davor in Mailand. Aber das Hotel, das ist richtig krass. Da sind nämlich ganz viele Boote vor unserem Hotel. Also es ist richtig genial. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's, würde ich sagen. So, das hatte ich jetzt gemeint, dass vor unserem Hotel Boote stehen. So, sieht es jetzt hier auf der Etage aus. Guten Morgen aus Murano. So sieht es hier aus. Wir sind heute Morgen ganz, ganz früh schon aufgestanden und sind mit dem Bus nach Venedig gefahren. Dort sind wir dann in ein Boot gestiegen, ein Wassertaxi, und sind dann hierher gefahren nach Murano. Das ist die Glasstadt aus Venedig quasi. Hier wird die Murina hergestellt, wenn man das so sagen kann. Ich übersetze gerade alles auf Italienisch, ne? Das ist so ein bisschen schwierig für mich. Jedenfalls ist es hier richtig, richtig schön. Die Sonne scheint. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir wollen natürlich noch mal rüber nach Venedig, beziehungsweise ich hätte so, so gern Murano gesehen. Aber das wird ein bisschen schwierig mit meinen Männern. Wir müssen ja auch rechtzeitig wieder nach Hause fahren. Wir haben ja 9 Stunden Fahrt vor uns. Und deshalb schauen wir einfach mal, was wir jetzt noch anschauen. Genau. Und ja, aber so sieht es jetzt hier in Murano aus. Okay, weiterhin viel Spaß beim Video. Wir schauen alle. Egal. Allora io con questi biglietti comunque nel pullman. Prima lo valida nel pullman. Ok, va bene. E dopo ogni volta che sale a bordo di un mezzo lo valida. Tutto il canale grande arrivi in piazza San Marco, così vedi tutti i palazzi. Con questo biglietto? Sempre con quello. Lei può prendere tutti i mezzi pubblici a CTO. Ok, allora la ringrazio. Grazie a lei. Wir warten auf unser Wassertaxi. So sieht es hier aus. Und schaut mal da drüben, das ist der Friedhof von Venedig, il Cimitero. Genau, so sieht es jetzt hier aus. Und ich falle wahrscheinlich gleich ins Wasser, weil es hier voll wackelt. Oh Mann, ich sag's euch, hier geht's zu. Und jetzt sind wir gleich da. Yay! Piazza San Marco. Wundert euch nicht, ich muss mir mal meinen Pulli über mein Kleid ziehen. Es ist so windig gewesen und mir ist total schlecht, aber ist egal. Dafür genieße ich jetzt diese wunderschöne Aussicht hier. Der absolute Wahnsinn, oder? Richtig cool. Wahnsinn. Und diesmal hat der Wettergott es gut mit uns gemeint. Jawohl, die Sonne scheint, aber es ist ganz schön kalt. Ich setze mich wieder hin. Und da ist sie, die Piazza San Marco. Wir legen wahrscheinlich da an, denke ich mal. Genau. Oh, das sieht so schön aus. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die Piazza San Marco. Wahrscheinlich wird die Hölle los sein. Schaut mal, wie viele Menschen da sind. Aber ich meine, es ist klar, die Sonne scheint. Und es ist Ostern. Sieht es nicht toll aus? Ich hoffe, das wackelt nicht allzu sehr für euch. Also mir ist total übel. Aber alles gut. Diese wunderschöne Aussicht hier, die macht alles wieder gut. Ah, hier
legen wir an. Jawohl. Damit sind wir letztes Jahr auch gefahren mit so einer Gondel. 15 Minuten für 95 Euro. Ja. Here we are. Diese Schlange hier möchte da rein. Da vorne. Wahnsinn. Also man sollte Zeit mitnehmen, wenn man an einem Feiertag kommt und wenn dann auch noch schönes Wetter ist. Hinter mir. Da, 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 da. Richtig schön hier. Ne, Lessie? Ja. Es ist zwar ein bisschen frisch, aber es ist nicht schlimm. Sorry übrigens, dass ich diese komische Kappe auf habe und vorhin die ganze Zeit so gemacht habe, aber ich habe meine Sonnenbrille im Hotel vergessen und irgendwie ja, sehe ich dann nur die Hälfte. Okay, wir laufen mal weiter. Alles voll lecker hier aus. Ich zeige euch gleich, was wir bestellt haben. Also hier ist halt alles mit Fisch. Und auf der Seite sind so solche Sachen. Grazie. Grazie. Hier sind die Sachen. Also ich habe hier so ein Panino Vegetariano. Hier sind Auberginen drauf und Paprika und Zucchini, gegrillte. Und der Lessie hat ein normales Stück Pizza Margherita. Buon Appetito! Und der Luki hat natürlich auch gemacht. Der bekommt Nudeln. Sieht auch irgendwie lecker aus, ne? Das ist übrigens hausgemachte Nudeln. Okay, lass dir schmecken, Luki. Danke. Ganz schön viel los, gell? Und endlich ist ganz, ganz doll die Sonne da. Yay, jetzt zeigt sich Italien von seiner besten Seite. Ja. Richtig cool. In Milano hat es nämlich nur geregnet, als wir vor 2 Tagen dort waren. Das war richtig blöd. Habt ihr die Videos dazu schon gesehen? Ich verlinke sie euch mal unten in der Infobox. Wir waren in Milano, in Lugano, in Verona und danach sind wir hierher gefahren. Genießen wir noch die letzte Stunde hier. Ja, und dann geht's wieder nach Hause. Leider. Aber ist ja, ne? Alles gut. Wir sind am Busbahnhof angekommen, also da vorne ist er, ich sehe ihn schon. Und deshalb muss ich mich jetzt von Venedig verabschieden. Ich genieße hier noch ein paar Minuten auf dieser Brücke. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später nochmal. Und dann melde ich mich einfach nochmal bei euch. Genau, auch da vorne ist auch nochmal voll die schöne Brücke. Ich glaube, ich gehe auch nochmal davor. Genau, die letzten Minuten muss man noch genießen in Venedig. Und hier ist unser Hotel. So sieht es aus. Richtig cool.